erst noch den Umbau abgewartet. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Mein Name ist John Ehret. Ich bin seit 12 Jahren der Bürgermeister der Gemeinde Mauer. Ich bin 52 Jahre alt und mein Ziel, OB in Leim zu sein, ist im Gegensatz zu meiner Konkurrenz auf 16 Jahre angelegt. Desgleichen bin ich im Gegensatz zu meiner Konkurrenz wirklich parteilos. Ist vielleicht auch wichtig, wirklich parteilos und unabhängig im Gegensatz zu meiner Konkurrenz. Die beiden Punkte sind mir zu Beginn meiner persönlichen Vorstellung sehr wichtig. Die anderen harten Fakten über mich haben Sie bestimmt bereits gehört, beziehungsweise können Sie auch im Nachgang der Veranstaltung auf meiner Homepage lesen. Ich möchte Ihnen nun zu meinem Zukunftsprogramm für Leim mit wenigen Punkten skizzieren, vorstellen. Nummer 1. Wir-Gefühl. Ich trete an, um zu vereinen, nicht zu spalten. Mir sind die vielen Herausforderungen bekannt. Ein Oberbürgermeister muss dazu beitragen, dass in der Bürgerschaft Friede und Eintracht herrscht, sodass eine gewisse Identifikation für gemeinsame Projekte und Ziele auch entsteht. Nur so kann man ein starkes Wir-Gefühl untereinander entwickeln, um gemeinsam viel zu erreichen. Ein Oberbürgermeister muss mit seiner Qualifikation, mit seinen persönlichen Kompetenzen und seiner emotionalen Intelligenz versuchen, Spannungen zu vermeiden bzw. zu lösen. Mein Ziel: Ich möchte für Leim eine starke und zusammenhaltende Gemeinschaft aufbauen und fördern. Hierzu gehört auch Ihr jetzt schon sehr umfangreiches Engagement im Ehrenamt, was Sie als Bürgerschaft in unterschiedlichen Vereinen, Organisationen, Feuerwehr, DLRG, Rotkreuz vorbildlich leisten. Die Menschen, die in Leim wohnen oder arbeiten, sind stolz auf ihre Stadt. Das ist mein Ziel. Nummer 2. Konsolidierter städtischer Haushalt. Ein weiteres schwieriges Ziel ist, ein ausgeglichener Finanzhaushalt zu schaffen. Leim steht mit der hohen Schuldenlast finanziell nicht gut da. Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Es braucht neue Ideen und neue Wege. Das Bewältigen der kommenden Herausforderungen, damit meine ich den Sanierungsstau der städtischen Einrichtungen, Straßen, Wege und Plätze, aber auch die Spielplätze und die Vereins- und Sportstätten etc., kann nur mit einer Haushaltskonsolidierung funktionieren. Mittlerweile haben alle erkannt, die Stadt Leim hat sowohl ein Ausgaben- wie auch ein Einnahmeproblem. Der städtische Haushalt ist mit einem entsprechenden Kostenmanagement besonders auf Einsparmöglichkeiten hin zu überprüfen, ohne dass Leim an Lebensqualität verliert. Investitionen müssen daher kritisch durchdacht, sauber geplant sowie finanzierbar sein und vor allem von der Verwaltungsspitze strikt überwacht werden. In den letzten Jahren wurde in Leim nicht nur bei den Investitionsprojekten keine glücklichen Entscheidungen getroffen, warum auch immer. Die finanziellen Folgen offensichtlicher Konzeptlosigkeit sind in Leim inzwischen mess- und spürbar. Ich gehe als Ihr neuer Oberbürgermeister konzeptionell an die Sache ran. Vor Beginn einer Baumaßnahme muss die grundsätzliche Realisierung, der Standort und auch die Wirtschaftlichkeit von der Verwaltung entsprechend geprüft werden, um schockierende Entwicklungen zu verhindern. Es gibt klare Strukturen und klare Verantwortlichkeiten zu schaffen, aber auch eine notwendige Flexibilität und die Fähigkeit an den Tag zu legen, sich an wandelnde Umstände anzupassen. Eine präzise Zielsetzung bildet die Grundlage für den Erfolg. Ich werde mit meinem Fachwissen alle geplanten Maßnahmen bis ins Detail kennen und ganz bestimmt die Übersicht behalten. Nummer 3. Beschlüsse vom Gemeinderat. Erstellte Gutachten und Konzepte werden sinnvoll umgesetzt werden. Im Rathaus liegen Beschlüsse, Gutachten und Konzepte mit wichtigen Themen, die nur zögerlich oder gar nicht umgesetzt werden. Beispiel Organisationsgutachten und die Stadtkonzeption. Teure Alibi-Konzepte, die ohne Wirkung in der Schublade verschwinden, wird es mit mir nicht geben. Ich bin entscheidungsfreudig. Ich werde alle nicht ausreichend bearbeiteten Beschlüsse des Gemeinderats und der in Auftrag gegebenen Konzeptionen prüfen und transparent, vor allem transparent, damit umgehen. Nummer 4. Leim als starkes Mittelzentrum mit attraktiver Innenstadt.
Die Außenwirkung Leimens lässt deutlich zu wünschen übrig. Das vorhandene Potenzial als auch die Attraktivität der Innenstadt sowie der einzelnen Stadtteile ist unumstritten. Es fehlen aber die starken positiven Signale nach außen. Leimen muss in der Region als attraktives Mittelzentrum wahrgenommen werden. Zu diesen Aufgaben gehören moderne Kinder- und Jugendbetreuungsangebote, sanierte und digitale Schulstandorte, attraktive Gesundheitsversorgung und bedarfsgerechte Senioreneinrichtungen sowie gesundes Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, als auch leistungsstarke Unternehmen. Als Mitglied des Kreistages werde ich mich engagiert für den Erhalt und den Ausbau Leimens als starkes Mittelzentrum in der Metropolregion Rhein-Neckar einsetzen. Ich werde dafür kämpfen, dass Leimen kein Verlierer der demografischen Entwicklung wird. Dagegen hilft vor allem ein gutes Ansehen der Stadt. Die Menschen sollen zuziehen und nicht flüchten. Sie sollen überzeugt sein, dass Wohnen und Leben in Leimen wieder liebenswert und lebenswert ist. Und auch mit einem ehemaligen Polizisten nun als Oberbürgermeister an der Spitze auch sicher ist. Nummer 5. Optimale Bedingungen für Industrie, Handel, Gewerbe, Gastronomie und Tourismus. Hohe Priorität müssen der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt Leim und ein florierender Mittelstand sein. Dieses Thema geht auch einher mit der Wirtschaftsförderung und ist für mich selbstverständlich Chefsache. Nehmen Sie mich beim Wort. Wir haben als Rathaus alles daran gesetzt, dass sich nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber in Leim gut aufgehoben fühlen. Dazu gehören optimale äußere Rahmenbedingungen, wie schnelles Internet und der Ausbau des ÖPNV-Nahverkehrs innerorts. Ich schließe hier auch allgemein den On-Demand-Verkehr, also nach Bedarf auf Bestellung, ähnlich von Ruftaxen, nicht aus. Es ist allgemein kein Geheimnis, die Kommunen streiten sich, auch bei uns in der Region, um Gewerbeneuansiedlungen. Ich werde mitstreiten und zupacken. Ich werde auf Augenhöhe mit den Geschäftsführern verhandeln. Augenhöhe heißt bei mir nicht von oben herab. Ich werde aktiv als Verwaltungschef daran arbeiten, dass Leim ein beliebter Standort für Gewerbe und Mittelstand sein wird. Nun haben wir ganz aktuell mit dem interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Heidelberg und Leim eine richtige und gute Chance. Diese müssen wir nutzen. Diese Chance darf uns nicht durch übermäßige Bürokratie oder typische Bedenkenträger durch die Lappen gehen. Nummer 6. Zeitgemäße Rahmenbedingungen für alle Generationen, von Kindern, Familien bis Senioren. Alle müssen sich in Leim wohlfühlen. Kleinkind- sowie Kinderbetreuungsangebote müssen als Pflichtaufgabe stets bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Die Jugend und ihre Bedürfnisse müssen mehr in den Fokus der Verantwortlichen rücken. Es gibt bereits engagierten Jugendgemeinderat. Warum nutzen wir diesen mit seinen Ideen und Vorstellungen nicht viel mehr? Zum Beispiel geht es jetzt ganz aktuell um einen Moonliner. Um einen Moonliner, der von Leim nach Heidelberg des Nächtens fährt. Super Idee, muss man mal dran gehen. Wir müssen schaffen, das Leben in Leim für Familien interessant zu gestalten. Ich werde an bedarfsgerechter Unterstützung für Kinder, jugendliche Familien und Senioren arbeiten. Alt und jung gehören zusammen und profitieren voneinander. Ich werde bei meiner Arbeit als Oberbürgermeister alle Altersgruppen aktiv im Fokus haben und mich für deren Wohlergehen einsetzen. Nummer 7. Optimierte, effiziente und bürgernahe Verwaltung im Rathaus. Das Rathaus verstehe ich auch als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum der kurzen Wege für alle Bürgerinnen und Bürger und für die unterschiedlichen Partner der Stadt. Mit mir als Chef der Verwaltung wird es im Rathaus mehr Transparenz und bessere sowie schnellere Kommunikationswege geben. Wissen Sie eigentlich, warum man noch Online-Termine braucht im Rathaus? Ich auch nicht. Die Stadtverwaltung bietet viel Potenzial, was man mit einer richtigen Anleitung gut ausschöpfen kann. Bürgerinnen und Bürger wollen grundsätzlich Ergebnisse sehen bzw. auch haben. Ich besitze Führungskompetenz und Führungswillen. Ich koordiniere, ich lasse es nicht einfach laufen. Als Oberbürgermeister trage ich die Verantwortung für alle Verwaltungsangelegenheiten.
Übrigens in diesem Zusammenhang, Entscheidungen des Gemeinderates können nur so gut sein, wie diese von der Stadtverwaltung und der Stadtspitze vorbereitet werden. Ich will Chef einer gut funktionierenden und bürgernahen Stadtverwaltung von Leim sein. Zum Schluss, das sind übrigens keine leeren Wahlversprechen. Ich lebe aktuell meinen Beruf als Bürgermeister mit aktiver Bürgernähe, fachlicher und sozialer Kompetenz. Das ist alles nachprüfbar. Nun sind Sie, beziehungsweise Ihr Bauchgefühl. Wem trauen Sie am ehesten das Meistern der Herausforderung der nächsten 8 bzw. 16 Jahre zu? Ihre Einschätzung sehen wir nach dem ersten Wahlgang. Vielen Dank.